Herzlich willkommen zum TESI-Webinar bei Hightechs Development Tools in Karlsruhe. Mein Name ist Wolfgang Fuller. Ich möchte Ihnen Hightechs kurz vorstellen, bevor ich an meinen Kollegen und TESI-Experten Frank Büchner weitergebe, der mit Ihnen das Webinar abhalten und TESI vorstellen wird. Hightechs wurde 1976 als Systemhaus gegründet und wuchs sehr erfolgreich mit der Entwicklung und Vermarktung von klassischen In-Circuit-Emulatoren. Zwischenzeitlich ist Hightechs immer mehr als Dienstleister für seine Kunden gefragt. Testdienstleistungen, Auftragsentwicklungen, Produktion, aber auch Schulung und Consulting. Hightechs ist Berater und verlässlicher Partner in einem. Seit einigen Jahren etabliert sich Hightechs als anerkannter Experte in Sachen Softwarequalität, Safety und Zertifizierung. Auch hier blicken wir bereits auf eine ganze Reihe erfolgreicher Projekte zurück. Hinzu kommen einige der besten Software-Testwerkzeuge, die Hightechs in seinem Produktportfolio hält. Ein äußerst bewährtes und auch populäres Software-Tool ist TESI, Testwerkzeug für automatisierten Unit- und Integrationstest von eingebetteter Software. Frank Büchner wird Ihnen die neue TESI-Version 3.0 jetzt in den nächsten ca. 20 bis 25 Minuten vorstellen. Während des Webinars haben Sie Gelegenheit, Ihre Fragen im Chatfenster des Webinar-Tools zu formulieren. Das Chatfenster öffnen Sie mit einem Klick auf den orangefarbenen Button mit dem weißen Pfeil. Die interessantesten Fragen werden wir versuchen, noch während des Webinars zu beantworten, alle anderen schriftlich im Anschluss. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und ein interessantes Webinar. Frank, bitte übernehmen. Ja, danke Wolfgang für die Einleitung. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zum Seminar. Und ich möchte Ihnen zunächst einmal einen kurzen Überblick geben, was wir so vorhaben. Im Punkt 1 auf dieser Agenda möchte ich ein bisschen auf Unit-Testen im Allgemeinen eingehen. Was ist es überhaupt? Welche Fehler kann man finden? Welche nicht? Wo lohnt sich der Unit-Test? Wo ist er nicht so sehr sinnvoll? Solche Fragen werden da diskutiert. Im zweiten Punkt werde ich Ihnen dann zeigen, wie es mit TESI im Detail geht, technisch. Und im dritten Punkt werden wir dann tatsächlich das Werkzeug TESI mal sehen und sehen, wie einfach es ist, ein paar Unit-Testfälle zu formulieren, die Tests auszuführen und eben ja, ein Testergebnis anzusehen, Code-Coverage-Measures anzusehen und so weiter. Ja gut, wenn die Live-Präsentation dann zu Ende ist, machen wir ein Summary und Sie haben dann auch nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Lassen Sie uns anfangen mit dem Punkt 1. Die wichtigste Frage natürlich, wenn man über Unit-Test von Programmen, von C-Programmen spricht, ist, was ist denn nun eine Unit? Und die Antwort, die sehen Sie hier. Eine Unit ist eine Funktion im Sinne von C und das bedeutet, wenn man sich die gesamte Software-Applikation vorstellt, dann würde die ungefähr so aussehen. Die roten Klötze sollen die ja, Units darstellen oder die Funktionen im Sinne von C und durch die roten Pfeile sind die Aufrufhierarchien gekennzeichnet und man kann sich im Prinzip vorstellen, dass Main sozusagen ganz oben steht und die anderen Funktionen da irgendwo davon aufgerufen werden. Und die Frage ist nun, was ist nun der Unit-Test für eine solche Funktion, für einen solchen Klotz und dazu wähle ich mir einen aus, der eine Funktion über sich hat, also eine aufrufende Funktion und auch eine Funktion unter sich hat, eine aufgerufene Funktion. Also ich schaue mir jetzt mal an, was bedeutet Unit-Test für die Funktion, die hier in der Mitte dieser Hierarchie steht. Und das sehen Sie auf dem nächsten Bild. Unit-Test bedeutet, dass ich mir eine solche Unit aus der Gesamtheit der Applikation herausgreife und diese Unit oder diese C-Funktion allein auf Herz und Nieren teste. Allein bedeutet Isolation. Isolation gibt es nach oben und nach unten, nach oben zur aufrufenden Funktion hin. Die Isolation nach oben, die hat eigentlich zwei Vorteile. Vorteil 1 ist, der Test beginnt sofort. Ich muss also nicht unbedingt, wie zum Beispiel im Systemtest, warten, bis die zu testende Funktion irgendwann mal aufgerufen wird. Das kann unter Umständen sehr lange dauern oder ich muss noch einen Schalter oder so irgendwas betätigen, damit das überhaupt passiert. Das habe ich also im Unit-Test nicht. Der Test beginnt sofort. Und der zweite Vorteil der Isolation nach oben ist, ich kann mit beliebigen Testeingangsdaten arbeiten. Auch wieder im Gegensatz zum Systemtest, wo es vielleicht unter Umständen gar nicht möglich ist, eine bestimmte Unit mit einem bestimmten Datum aufzurufen, einen Nullpointer zum Beispiel, weil das der Rest der Applikation verhindert. Das sind die zwei Vorteile der Isolation nach oben. Es gibt aber auch eine Isolation nach unten, falls mein Testobjekt weitere Funktionen aufruft und umstand eine ganze Hierarchie von Funktionen, werden diese Aufrufe
beim reinen Unit-Test durch sogenannte Stub-Funktionen ersetzt. Man kann sich so eine Stub-Funktion wie eine Platzhalter-Funktion vorstellen, die eben dazu da ist, ja, das, was da unten da ist oder vielleicht sogar noch nicht da ist, zu ersetzen, um einen reproduzierbaren Test zu gewährleisten. Reproduzierbar ist jetzt auch das Stichwort, weil ich habe alles, was um diesen blauen Kreis herum ist, eigentlich jetzt unter meiner Kontrolle. Das bedeutet, wenn ich heute einen Test ausführe, dann würde der auch morgen und übermorgen noch mit dem gleichen Ergebnis ausgeführt werden können. Das heißt, ich habe Reproduzierbarkeit der Tests. Und Reproduzierbarkeit der Tests, das ist eigentlich eine Voraussetzung dafür, dass ich Regressionstests durchführen kann. Das heißt, dass ich meine Tests, die ich schon mal habe, wiederholen kann, wenn sich zum Beispiel eine Compiler-Version geändert hat oder das Testobjekt leicht refaktoriert wurde oder solche Dinge. Das ist sehr wichtig, die Fähigkeit, Regressionstests zu machen, wenn man in Bezug auf Zertifizierung oder so irgendwas aus ist. Diese blaue Linie, die Sie hier sehen, die nenne ich auch gerne das Interface der Funktion. Das ist die Schnittstelle der Funktion nach außen. Und auf diese Schnittstelle möchte ich jetzt noch einen genaueren Blick werfen. Wir sehen das hier nochmal aufgeschlüsselt. Die Schnittstelle der Funktion, die besteht im Wesentlichen aus den Variablen, die durch diese Funktion gelesen werden, also die Eingangsvariablen und die Variablen, die durch diese Funktion geschrieben werden, also die Ergebnisvariablen. Kann natürlich auch sein, dass eine Funktion sowohl Eingang als auch Ausgang ist, wenn man sich vorstellt, dass ein Testobjekt eine Variable, eine globale Variable inkrementiert, dann wird die zuerst gelesen, inkrementiert und dann zurückgeschrieben. Aber nicht nur die Variablen, die dem Testobjekt übergeben werden, können Eingabe sein oder Ergebnis. Wenn man sich vorstellt, dass diese Funktion noch weitere Funktionen aufruft, dann sind zum Beispiel die Parameter, die das Testobjekt an die aufgerufene Funktion übergibt, Ergebnisse des Tests und umgekehrt zum Beispiel der Return-Wert, der von der aufgerufenen Funktion an das Testobjekt zurückgegeben wird, ist eine Eingabe in das Testobjekt. Hoffentlich prüft unser Testobjekt diesen Return-Wert und reagiert entsprechend. Insofern muss es also Eingang sein. Aufgrund der Überlegungen bis hierher, sodass ein Unit-Test eigentlich der Test von Eingangswerten gegen erwartete Ausgangswerte ist, kann man sich überlegen, dass es Testobjekte gibt, die vom Unit-Test mehr profitieren als andere. Und man kann sagen, solche Testobjekte sind solche, die Datenverarbeitung im weitesten Sinne machen. Ich habe Ihnen hier mal ein kleines Beispiel dafür gegeben, eine Funktion, die etwas berechnet, also eine Funktion, die Berechnungen durchführen, sind eigentlich sehr dankbare Unit-Testobjekte. Funktionen, die komplexe Entscheidungen treffen, die aus großen Switch-Case-Anweisungen bestehen, die Daten generieren, Daten analysieren. Solche Funktionen profitieren sehr vom Unit-Test, die schreien geradezu nach Unit-Test. Naja, wenn es Funktionen gibt, die sehr profitieren, dann gibt es auch sicherlich Funktionen, die nicht so sehr vom Unit-Test profitieren. Ich habe Ihnen auch hier mal ein Beispiel aufgeschrieben. Wenn Sie jetzt denken, das liegt daran, dass diese Funktion auf Hardware offensichtlich zugreift, dann ist das eigentlich nicht der Grund, wieso dass ich denke, dass diese Funktion nicht so sehr vom Unit-Test profitiert. Der Grund ist eher, dass man eigentlich nur einen einzigen Testfall machen kann. Es gibt keine Parameter, es gibt keine Variablen, es ist alles festgelegt. In diesem einen Testfall wird auch wahrscheinlich das passieren, was hier steht. Also wie gesagt, der Hardware-Zugriff, der hier offensichtlich ist, ist nicht das Hindernis. Dadurch kann man auch bei Funktionen, die auf Hardware zugreifen, Unit-Tests durchführen. Aber der Grund ist eigentlich, dass es nicht komplex genug ist. Die Funktion ist einfach zu einfach. Was sind die Vorteile des Unit-Tests? Ich habe Ihnen mal die drei wichtigsten in meiner Meinung herausgegriffen. Der erste Punkt ist, dass ich einen Test in Isolation durchführe, bedeutet, ich kann mich auch mit meinen Testfällen konkret auf das Testobjekt, das ich da gerade betrachte, konzentrieren und das wirklich auf Herz und Nieren testen. Das ist mir im Systemtest oft nicht mehr möglich. Der zweite Vorteil des Unit-Tests auch wieder im Gegensatz zum Systemtest. Wenn ich einen Fehler entdeckt habe, ein Fehlverhalten meines Testobjekts, dann kann ich auch relativ einfach die Ursache dafür angeben. Wie gesagt, im Gegensatz zum Systemtest, wenn im Systemtest ein Fehler auftritt, dann
beginnt meistens erstmal die Diskussion, ist es nun ein Hardwarefehler oder ein Softwarefehler, und man braucht eine ganze Weile, bis man das aufgedröselt hat. Der dritte Punkt, der ist hier dick ausgedruckt, das ist für mich der wichtigste Punkt eigentlich. Im Unit-Test finde ich eine gewisse Sorte von Fehlern sehr kurz nach ihrer Entstehung. Das heißt, sehr kurz nachdem sie programmiert wurden, werden die Fehler auch schon entdeckt und dann auch hoffentlich beseitigt, und zwar für immer beseitigt. Das ist so ähnlich wie mit den Syntaxfehlern in einem C-Programm. Ja, die werden auch durch den Compiler sofort entdeckt und dann beseitigt. Das gilt auch für logisch-algorithmische Fehler im Unit-Test. Und der Unit-Test verhindert also, dass ein solcher Fehler sozusagen den rechten Ast des Vs nach oben krabbelt und in den Systemtest kommt und vielleicht sogar zum Kunden kommt. Und deswegen denke ich, das ist eigentlich der wichtigste Vorteil des Unit-Tests. Okay, das waren so Dinge, die zum Unit-Test allgemein gehören. Im nächsten Punkt möchte ich eingehen, wie funktioniert denn jetzt ein Unit-Test mit TESSI ganz konkret. Und naja, wir haben ja gelernt, ein Unit-Test testet eine Funktion im Sinne von C, und der Test mit TESSI beginnt dadurch, dass ich eine C-Quelle spezifiziere, in der die Funktionen drin sind, die ich testen möchte. TESSI würde dann diese C-Quelle analysieren und mir die ganzen Testobjekte auflisten. Das ist noch nicht besonders schwierig, aber TESSI wird auch das Interface jeder Funktion mir auflisten. Und das Interface hatten wir ja schon mal erwähnt. Das Interface, das sind alle die Variablen, die durch die zu testende Funktion gelesen und geschrieben werden. Ich habe hier mal ein vereinfachtes Beispiel gemacht. In dieser Tabelle hier unten wären die ersten zwei Zeilen, die grau unterlegten Zeilen, ein vereinfachtes Interface. Das heißt, man würde sagen, ja, diese Funktion hat zwei Variablen, A und B, beide sind Eingangsvariablen. Es gibt auch eine Variable C, die sowohl Eingang als auch Ausgang ist. Es gibt eine Variable D, die Ergebnis sein soll, und die Funktion hat auch einen Return-Wert, und der Return-Wert ist natürlich immer Ergebnis, wenn es ihn denn gibt. Das heißt, also die ersten zwei Zeilen würden ein Interface beschreiben, und vom Interface zum Testfall komme ich dann dadurch, dass ich den Eingangsvariablen die Werte vor dem Test zuweise und den Ergebnisvariablen die erwarteten Werte nach dem Test. Und das ist eigentlich auch die einzige Aufgabe, die ich sozusagen aktiv angehen muss, wo also ein bisschen auch geistige Arbeit dahinter steckt. Welche Werte verwende ich denn da für diese Testfälle? Weil alles andere passiert eigentlich automatisch, die Testdurchführung. Und wie das funktioniert, sehen wir in den folgenden Folien. Der erste Schritt ist, TESSI wird etwas generieren, was wir Testapplikation nennen. Und die Testapplikation, die sehen Sie hier, das Herz der Testapplikation, das ist das Testobjekt, unser Testobjekt, das wir testen wollen. Und da drumherum generiert TESSI den sogenannten Treiber, das sind die blauen Teile, die Sie hier sehen. Daraus wird dann eine Standalone-Applikation, das heißt, das ist ein eigenes Main, nicht das Main meiner Applikation. Und falls ich auf Embedded-Controllern die Tests ausführen möchte, müsste da auch der passende Startup-Code dazu generiert werden. Und falls ich Stub-Funktionen haben möchte und so weiter, wird das alles komplett generiert und liegt dann im C-Quellcode vor. Quellcode heißt, um die Tests auszuführen, muss ich sie vorher kompilieren. Ich habe da die Möglichkeit, verschiedene Compiler einzusetzen. Links sehen Sie die Standardvariante. Ich kann einen GNU-Compiler verwenden, der dann Code für einen PC erzeugt. Das ist üblicherweise nicht gewünscht. Üblicherweise habe ich eben einen Mikrocontroller, auf dem ich später die Tests ausführen möchte, und sollte deshalb einen Cross-Compiler verwenden, der eben Code für diesen Mikrocontroller erzeugt. Das kann TESSI tun, und TESSI kann dann auch die Tests ausführen, indem es die übersetzte Testapplikation in einen Debugger lädt für eben diesen Mikrocontroller. Was hinter diesem Debugger sich versteckt, ob da ein Instruction Set Simulator arbeitet oder vielleicht ein Circuit Emulator oder vielleicht ein JTAG Debugger, ein BDM Debugger oder was auch immer ist, das ist für TESSI relativ uninteressant.
aber die Relevanz des Tests hängt davon ab. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich hier mit dem GNU-Compiler mit einem 32-Bit-System etwas kompiliert habe und das dann auf einem PC ausführe und im Gegensatz dazu, wenn ich das Gleiche vielleicht auf einem 8-Bit-Mikrocontroller auf der echten Hardware ausführe. Also hier habe ich dann eine wesentlich bessere Testrelevanz. Dass es für Tessie relativ egal ist, ob sie in einer Simulation oder auf der echten Hardware arbeiten, das sehen Sie hier nochmal aufgezeichnet. Tessie kommuniziert mit dem Debugger und ob hinter dem Debugger ein Instruction Set Simulator ist oder ein Debug-System und die tatsächliche Hardware, das ist für Tessie nicht sehr interessant. Ein Test wird dann durchgeführt in 4 Schritten. In Schritt 1 würde Tessie die Testeingangsdaten auf das Testsystem bringen. Im Schritt 2 wird dann der eigentliche Test durchgeführt. Und im Schritt 3 werden die Testergebnisse vom Testsystem zurück auf den PC geholt. In Schritt 4 wird dann eben verglichen, ist das erwartete Ergebnis das gleiche wie das tatsächliche Ergebnis. Wenn ja, ist gut, dann ist der Test passed, bestanden. Wenn nein, sollte man sich vielleicht darum kümmern, wieso dieser Test nicht das erwartete Ergebnis liefert. Tessie bietet da auch hier eine schöne Möglichkeit an, vom Testen ins Debugging überzugehen. Ich kann nämlich Testfehler ausführen und dabei Tessie anweisen, einen Haltepunkt im Debugger zu setzen, und zwar am Beginn des Testobjekts, sodass ich die Möglichkeit habe, Debug-Features zu nutzen, um herauszufinden, wieso nicht das erwartete Ergebnis zurückgeliefert wurde. Das werden wir im weiteren Verlauf sehen, weil wir kommen nun zum Punkt der Live-Präsentation. Ich habe hier das Werkzeug Tessie schon mal gestartet, sodass Sie einen groben Überblick bekommen, wie es ungefähr aussieht. Es ist basierend auf der Eclipse-Version. Die neue Tessie-Version 3 basiert auf einem Eclipse-Rich-Client. Und so sieht es im Prinzip aus. Wir wollen die ganze Sache aber ein bisschen vereinfachen, deswegen schließe ich das und fange sozusagen von neu an. Neu anfangen heißt, ich könnte hier eine Struktur generieren, ich lege mir einen neuen Folder an, ich gebe dem auch einen Namen. Und ich kann unter diesem Folder dann weitere Dinge anlegen, zum Beispiel ein Modul, in dem ich dann wirklich anfange, Testfälle anzulegen oder auch zunächst mal zu sagen, mit welcher C-Quelle möchte ich denn nun tatsächlich testen, also wo sind meine Testobjekte drin. Ich kann nach dieser C-Quelle browsen und ich habe auch eine vorbereitet, die heißt isValueInRange.c und ich sage zu Tessie, da sind meine Testobjekte drin, die ich testen möchte. Wenn ich hier draufklicke, würde Tessie diese C-Quelle analysieren und ich sehe dann, es ist offensichtlich nur eine Funktion als mögliches Testobjekt in dieser Quelle vorhanden. Diese Funktion heißt isValueInRange und ich möchte Ihnen nun schnell einen Einblick geben, wie denn diese C-Quelle aussieht, sodass Sie sehen können, was wir eigentlich testen. Es ist ein sehr einfaches Testobjekt, das ein sehr einfaches Problem löst, nämlich die Frage, ob ein Wert in einem Bereich drin liegt. Der Wert ist gegeben durch seinen Startwert und der Bereich ist gegeben durch einen Startwert und eine Länge. Das heißt, wenn der Startwert 5 ist und die Länge ist 2, dann wäre 5 im Bereich drin, 6 wäre im Bereich drin, 7 soll schon nicht mehr im Bereich liegen. Aber es gibt hier einen Programmierfehler. Genau bei diesen Eingaben 5, 2 und 7 wird ein falsches Ergebnis geliefert. So habe ich die Möglichkeit, einen Testfall zu konstruieren, der fehlschlägt. Das nächste, was wir uns anschauen wollen, ist das Interface. Ich habe Ihnen ja gesagt, Tessie analysiert die C-Quelle und zeigt uns das Interface der Funktionen. Ich sehe hier das Interface von isValueInRange in dieser Perspektive des Interface-Editors. Und da wir ein sehr einfaches Testobjekt haben, haben wir keine externen Funktionen, keine externen Variablen, keine globalen Variablen, aber wir haben zwei Parameter. Der erste Parameter ist eben die Struktur, die den Bereich bildet mit den zwei Komponenten Startwert und Länge. Und Tessie hat nun ermittelt, dass diese zwei Komponenten und die ganze Struktur Eingabe in unser Testobjekt ist. Deswegen steht hier die Passierrichtung in. Das gleiche gilt auch für den Parameter V1. V1 ist der Wert, von dem wir wissen möchten, ob er im Bereich liegt oder nicht. Auch er hat die Passierrichtung in, das heißt, wir müssen Werte dafür vor dem Test vorgeben. Out ist in unserem Fall, also Ergebnis ist in unserem Fall der Return-Wert der Funktion.
das müssen wir vorgeben vor dem Test, was wir als Ergebnis erwarten. Okay, wenn ich in die Perspektive des Testdateneditors wechsle, habe ich die Möglichkeit, Tests anzulegen. Ich kann hier unten hingehen und sagen, okay, ich mache mir einen Test. Und ich sehe dann diesen Testfall hier rechts oben, die unterlegten Felder, die muss ich ausfüllen. Ich nehme zum Beispiel für den Startwert den Wert 5, für die Länge den Wert 2 und ich möchte wissen, ob der Wert 6 im Bereich liegt oder nicht. Ich muss auch ein erwartetes Ergebnis vorgeben. Tessy schlägt mir die beiden Werte Ja und Nein vor. 6 soll im Bereich liegen, muss im Bereich liegen, deswegen wähle ich als erwartetes Ergebnis Yes. Ich kann mir auch durch Kopieren noch einen zweiten Testfall erzeugen. Ich kopiere den ersten Testfall, ich werfe den hier rein. Ich habe dann hier drüben eine Kopie des ersten. Ich ändere den Wert 6 auf 7 und 7 soll laut Spezifikation schon nicht mehr im Bereich sein. Deswegen erwarte ich hier den Wert No. Und ich weiß aber, dass dieser Test fehlschlagen wird, weil das Testobjekt einen Fehler enthält. Die Tests ausführen kann ich jetzt ganz einfach, indem ich hier auf diesen Play-Button drücke. Was nun passiert ist, Tessy generiert die Testapplikation, Tessy übersetzt die Testapplikation, in unserem Fall mit dem GNU-Compiler, und ich habe dann auch schon die beiden Resultate für die Testfälle da. Wie erwartet ist der zweite Testfall fehlgeschlagen. Es kam Yes heraus, was falsch ist und nicht dem erwarteten No entspricht. Was ich jetzt auch machen kann, ich kann einen Testreport generieren, einfach um Ihnen einen Eindruck zu geben, wie ein solcher Testreport ungefähr aussieht. Man sieht hier die exakten Werte, die wir verwendet haben und was rausgekommen ist und dass es nicht dem erwarteten Wert entsprochen hat. Also so ein Testreport ist auf Knopfdruck generierbar. Okay, ich sagte, wir können herausfinden, wieso der Testfall fehlgeschlagen hat. Wir können hergehen und sagen, wir führen nur den zweiten Testfall aus und wir führen den so aus, dass ein Haltepunkt im Debugger gesetzt wird am Anfang des Testobjekts. Und das tue ich jetzt. Ich führe nur den zweiten Testfall aus und ich warte darauf, dass ich im Debugger lande. Und ja, tatsächlich, da bin ich am Anfang meines Testobjekts und ich kann nun die Debug-Funktionalität benutzen, um hier Line-Steps zum Beispiel zu machen oder mir Variablen anzugucken. Ich sehe, V1 hat den Wert 7, das bedeutet, ich bin tatsächlich im zweiten Testfall. Und eigentlich würde ich erwarten, dass das Return No hier in Zeile 31 ausgeführt wird. Wenn ich aber einen weiteren Line-Step mache, sehe ich, dass das nicht der Fall ist und die Ursache liegt eigentlich daran, dass hier ein Gleichheitszeichen fehlt. Anstelle des Größers sollte ein Größer gleich stehen. Und sobald ich weiß, was denn die Ursache des Problems ist, kann ich den Test bis zu Ende ausführen. Ich lande wieder im Testdateneditor, in der Testdateneditors-Perspektive. Ja, und ich kann, wenn ich möchte, direkt aus Tessy heraus den Fehler beheben, die Quelle editieren. Und ich füge hier ein Gleichheitszeichen ein, ich speichere das ab und ich gehe zurück in die Testdatenperspektive und kann nun den zweiten Test einfach erneut ausführen. Der Testtreiber, die Testapplikation muss neu angelegt werden, weil ich ja schließlich ein geändertes Testobjekt habe und ich habe jetzt gleich beide Testfälle ausgeführt. Das schöne Ergebnis ist hier auch, dass der erste Testfall nach wie vor grün ist, also passed ist. Das heißt, durch unsere Änderung haben wir den ersten Testfall nicht zerstört sozusagen, funktioniert nach wie vor. Das ist sehr wichtig, dass ich bei Änderungen in der Quelle alle meine Testfälle automatisiert wieder durchführen kann, um zu sehen, ob sich vielleicht Auswirkungen durch die Änderungen auf die anderen Testfälle ergeben haben. Im Moment sind wir an dem Punkt, dass wir zwei Testfälle haben, beide sind erfolgreich durchgeführt, bestanden. Die Frage ist nun, sind wir schon fertig mit Testen oder man könnte auch sagen, gibt es noch Teile in unserem Code, die noch nicht durchlaufen wurden durch diese beiden Testfälle? Und diese Frage lässt sich mit Tessy auch relativ einfach beantworten. Ich kann nämlich die Coverage messen, die ich durch diese beiden Testfälle erhalten habe. Das mache ich dadurch, indem ich hier eben eine Instrumentierung aktiviere. Und wenn ich nun diese beiden Testfälle nochmal ausführe, wird die Coverage dieser beiden Testfälle gemessen und ich kann mal das Ergebnis in der Coverage Viewer Perspektive anschauen, auf die ich jetzt wechsle. Zunächst sehe ich in der Mitte ein Flussdiagramm
meines Testobjekts. Ich sehe, zwei Testfälle habe ich ausgeführt, deswegen steht hier die 2. Was ich aber auch sehe, ist, Teile sind rot. Das bedeutet, ich habe nicht 100% erreicht. Ich sehe hier zum Beispiel, dass ich nur 75% Zweigüberdeckung erreicht habe. Ich kann auch herausfinden, was nicht ausgeführt wurde. Ich kann zum Beispiel auf diesen roten Zweig hier klicken und ich sehe dann links unten, dass dieser rote Zweig offensichtlich mit dem Send-Zweig des ersten Ifs korrespondiert. Also das wurde nicht ausgeführt. Eine ähnliche Information kriege ich, wenn ich auf die Raute klicke, dann sehe ich ja, diese Bedingung des ersten Ifs wurde nur mit dem Ergebnis false durch ausgeführt. Also es fehlt also noch ein True-Fall sozusagen, um alles zu haben. Was ich noch machen kann, ich kann zum Beispiel auch die Pfade einzelner Testfälle anzeigen lassen. Wenn ich hier nur den zweiten Testfall aktiviere, dann sehe ich den Pfad, den der zweite Testfall genommen hat. Ich sehe dann auch, ja, der zweite Testfall ist offensichtlich durch den Sen-Zweig des zweiten Ifs gegangen. Das war ja auch unsere Absicht, deswegen haben wir das Gleichheitszeichen eingefügt. Das passt also insofern zusammen. Was ich noch machen kann, ich könnte mir auch einen PDF dieses Flowchart-Views erzeugen, für den Fall, dass ich das zum Beispiel für Dokumentationszwecke irgendwie ausdrucken oder archivieren möchte. Ja, soweit so gut. Was ich Ihnen in den verbleibenden Minuten noch zeigen möchte, ist, wie kann man mehrere Testfälle generieren, weitere Testfälle generieren mit Hilfe von Excel. Und um das zu tun, mache ich mir mal das Leben ein bisschen einfach. Ich lösche den zweiten Testfall. Und ich exportiere den ersten Testfall in eine Excel-Datei. Ich sage, ja, das möchte ich haben. Das ist jetzt auch schon passiert. Ich wechsle jetzt ins Dateisystem und sehe, ja, hier habe ich ein Excel-Sheet erzeugt, das gerade jetzt heute erzeugt wurde, dass es durch den Export erzeugt wurde. Da wir sehr einfache Testfälle haben, sind die meisten dieser Tabs, die es in diesem Excel-Sheet gibt, leer. Nur der letzte Tab, der Values-Tab, enthält tatsächlich Informationen. Hier sehe ich nämlich meinen exportierten Testfall. In der obersten Zeile sehe ich die Variablennamen. In der zweiten Zeile sehe ich die Passierrichtung, Input und Output. Und in der dritten Zeile sehe ich meinen exportierten Testfall. Und ich kann nun hergehen und kann mir neue Testfälle erzeugen, indem ich zum Beispiel sage, ja, ich möchte Testfälle haben, bei denen der Startwert 0 ist. Und ich möchte das auch für viele Testfälle haben. In allen diesen Testfällen soll die Länge des Bereichs 100 sein, zum Beispiel. Und ich kann auch hier sehr leicht hergehen und sagen, ja, ich möchte das für alle Testfälle haben. Und ich kann mir nun Werte wählen für das V1. Auch hier kann ich dann Excel zur Hilfe nehmen, um das auszufüllen. Und auch das erwartete Ergebnis wäre hier mit Yes für alle Testfälle richtig, um das ein bisschen zu demonstrieren. Ändere ich das erwartete Ergebnis des zweiten Testfalls auf einen falschen Wert und ja, ich kann das nun abspeichern, schließe das Excel-Sheet, ich gehe zurück nach TESI, ich importiere nun genau diese Testfälle, die ich mir gerade erzeugt habe und sehe, dass wie von Zauberhand meine Testfälle nun hier importiert sind. Ich kann mit einem Klick diese Testfälle ausführen und ich sehe, dass alle Testfälle grün sind, mit Ausnahme des zweiten, bei dem ich absichtlich ein falsches Ergebnis vorgegeben habe. Ja, wir kommen jetzt nun schon zum Ende des Webinars. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was wir gesehen haben und wie einfach es war. Wir haben also Testfälle angelegt und wir haben eigentlich nur aktiv die Daten, die Werte der Variablen eingegeben. Alles andere wurde automatisch von TESI vorgegeben oder von TESI erzeugt und ausgeführt. Wir haben gesehen, wie man einen Fehler korrigieren kann. Wir haben gesehen, wie man einen Testreport automatisch erzeugen kann. Wir haben auch gesehen, wie Code Coverage Messungen durchgeführt werden kann, dass das eigentlich auch völlig automatisch geht und wir haben Testfälle in Excel erzeugt. Was wir nicht gesehen haben, ist zum Beispiel, was passiert, wenn sich das Interface ändert, wie Stub-Funktionen generiert werden, was mit Include-Files passiert, wenn Defines vorkommen, was mit anderen Dingen ist, wie Arrays und Pointern und so weiter, Floating Points. Das ist alles sozusagen ein technische Fragen, die tiefer in TESI hineingehen. Wir haben aber auch ganze Bereiche
die zum Unit-Testen gehören, noch nicht angesprochen, zum Beispiel Requirements Traceability, also wie komme ich von Requirements zu Testfällen, wie kann ich da eine Verbindung, eine Linkage herstellen oder wie komme ich überhaupt zu meinen Testfällen. Also hier ziele ich auf die Klassifikationsbaumethode, die in TestyMeet integriert ist, um Testfälle zu spezifizieren. Oder wie sieht es aus mit Software-Integrationstest, wie unterscheidet sich das von dem Unit-Test, den wir gerade gesehen haben? Und welche Möglichkeiten bietet Tessie hierzu? Das sind also größere Themen, die vielleicht in anderen Seminaren, Webinaren noch behandelt werden. Okay, jetzt ist es noch Zeit, Fragen zu stellen. Wolfgang, haben wir interessante Fragen bekommen? Ja, wir haben einige Fragen reinbekommen. Erstmal vielen Dank, Frank, für deinen kurzweiligen und informativen Vortrag. Wir können aus Zeitgründen jetzt nur zwei Fragen nochmal auswählen. Die erste gebe ich gleich an dich weiter. Kann man die Tests auch automatisieren oder muss man Tessie immer interaktiv bedienen? Ja, gute Frage. Ja, das ist möglich, die Tests automatisiert durchlaufen zu lassen. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man seine ganze Sammlung von Tests über Nacht automatisiert durchführt, ohne dass jemand davor sitzt und mit der Maus klickt. Und am Morgen bekommt man seine Testresultate und kann sehen, ob die Tests immer noch sozusagen alle bestanden sind, so wie sie am Tag zuvor waren. Das würde also gehen, ja. Okay, dann eine Frage, die öfter mal auftaucht. Wie kann man Tessie ausprobieren? Ah ja, gut. Das kann man tun, indem man sich eine Evaluierungsversion besorgt. Hier habe ich die Weblinks aufgelistet, aufgezeigt, also hitex.de Tessie zum Beispiel. Da kann man eine Evaluierungsversion bekommen, zu der man dann auch eine Evaluierungslizenz über das Web erhalten kann. So eine Evaluierungslizenz, die ist normalerweise 10 Tage gültig und dann kann man eine Vollversion von Tessie, also mit allen Features, die es gibt, unlimitiert ausprobieren. Okay, vielen Dank. Liebe Teilnehmer, wir lassen das Chatfenster noch eine Weile geöffnet. Da können Sie noch Fragen stellen. Ansonsten jederzeit im Anschluss auch gerne an eine der eingeblendeten E-Mail-Adressen. Den Termin für das nächste HITEX-Webinar werden wir rechtzeitig auf unserer Homepage oder per Newsletter bekannt geben. Wir von HITEX sagen vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme und auf Wiedersehen.